Servus Leute, willkommen zurück zu Gladiators Online Teil 2. Ich hatte vorhin schon Teil aufgenommen, den wollte ich an dem Vollbild zeigen, aber irgendwie wurde das Vollbild nicht aufgezeichnet. So, also probiere ich es jetzt nochmal, muss natürlich alles nochmal erklären. Ich habe mich jetzt ein bisschen weiter reingefriemelt hier in das Spiel. Wenn wir kurz die paar Punkte hier durchgehen. Wir sind jetzt im Sanitarium und wenn wir schon mal aufhaben, können wir es auch gleich mal zeigen. Wie ihr seht, habe ich hier drei Plätze frei, wo sich die Gladiatoren erholen können. Ich habe drei Heiler, zwei Masseuse, oder Masseure, wie auch immer, und eine Kurtisane. Ja, Kurtisane, genau, ist richtig. Kurtisanen sind sowas wie Freudenmädchen, würde man wohl sagen. Die sind dafür da, damit sich die Moral erholt. Die Masseuse oder Masseure, die sind dafür da, damit sich die Kondition erholt. Und die Heiler eben, um zu heilen. So, die Heiler könnt ihr hier beim Markt holen, da wo ihr auch die Gladiatoren kauft. Und je mehr ihr ausgibt, desto länger bleiben sie bei euch und desto besser sind auch ihre Fähigkeiten. Das heißt, sie sind schneller fertig und kosten weniger. Die Heiler selbst kosten ja nichts, also verbrauchen nichts. Aber zum Beispiel, um die Moral zu erhöhen, bei den Freudenmädchen wird die Kondition aufgebraucht. Das heißt, ihr müsst danach noch die Kondition wieder trainieren. Denn mit weniger Kondition werden natürlich auch weniger Spezialangriffe ausgeführt. Und wenn die Moral zu niedrig ist, dann werden die Kämpfer schlechter. Und das ist mir auch schon aufgefallen. So, die meisten bei uns sind jetzt wieder dabei. Den werden wir nochmal reinschicken hier. Der soll sich erholen. Dann nehmen wir das mittlere. Das dauert nicht allzu lange. 14 Minuten. Das geht noch. Gold habe ich ja keins mehr. So, schicken wir ihn rein. Schön ins Wasserbad. So. Jetzt nochmal von vorne. Hier sind die Nachrichten. Das brauchen wir nicht. Wo wir das hier gerade hier oben sehen. Das kommt noch ein bisschen hoch. Das hier. Also unser Haus hat jetzt Rang 4. Das haben wir erreicht, indem wir gekämpft haben. Und jeder Kampf, der gewonnen wird, manchmal auch die, die verloren werden, bringt uns Fans ein. Und je mehr Fans wir dazu haben, eigentlich hätten sie es auch übersetzen können mit Anhänger. Je mehr Anhänger wir haben, desto schneller steigen wir auf und können dementsprechend auch mehr ausbauen, mehr Gladiatoren anheuern und so weiter und so fort. Ist nicht zwingend notwendig. Man kommt natürlich auch mit 5 erstmal klar eine ganze Weile, weil die sterben auch. Also, und wenn sie gestorben sind, dann muss man sie ersetzen. Das heißt, die Spieler können hingerichtet werden. Entweder werden sie hingerichtet oder im Kampf getötet. Und ich habe auch schon mittlerweile 3, nee, 4 habe ich verloren. 4 habe ich schon verloren. Ich habe einen Premium-Kämpfer, den habe ich mir gegönnt für 500 Goldtaler hier oder Aurei. Der wird ersetzt, allerdings so, wie er gekauft wurde. Das heißt, wenn ihr schon Rang 4 wart, und dann werdet ihr einen Ersatz bekommen für Rang 2. Also werdet ihr, sagen wir, wenn ihr ihn mit Rang 2 gekauft habt und er war schon Rang 4, wird dann getötet, dann bekommt ihr einen Rang 2 Kämpfer. Auto gratis wieder. Auch ein Premium-Kämpfer. Die Premium-Kämpfer generieren doppelt so viel Erfahrungspunkte und Fans. Das Problem ist halt nur, dass ihr müsst ihn wieder neu ausstatten und natürlich nochmal wieder hochspielen. Also müsst ihr euch überlegen, welche Kämpfe ihr annehmt. Dazu komme ich auch gleich dann noch. Alle anderen normalen Kämpfer sind dann halt tot. Ihr kriegt eine Vergütung, also eine Kompensation. Je nachdem, wie gut er war, sind halt so ein paar 100 Silbertaler hier. Und ihr bekommt die ganzen Sachen, die er bei sich trug oder an sich trug, bekommt ihr im Inventar zurück und könnt die in anderen Kämpfern dann anlegen, falls er schon die Stufe erreicht hat. So, wie gesagt, hier sind unsere Nachrichten. Die Musik konnte ich leider nicht leiser stellen, weil man kann sie nur ein- und ausstellen, genauso wie die Sounds. Die Sounds lasse ich an, ein bisschen was wollen wir auch hören. Ja, hier kann man einstellen, kann man die Grafikeinstellung vornehmen und die Sprache auswählen. Das wäre, glaube ich, hier erstmal so das Grundlegendste. Wie gesagt, hier könnt ihr auch für Gold könnt ihr gegen Silbertaler tauschen. Der Kurs ist sogar ungefähr 1 zu 10, 1 zu 12. Also ihr bekommt natürlich nicht für einen Goldtaler nur einen Silbertaler. Ihr bekommt dann 10, 12 dafür. So. Hier können wir unsere Kämpfer anschauen. Man kann sie einzeln anklicken. Und ihr könnt hier die Attribute vergeben. Ihr bekommt bei jedem Stufenaufstieg 5 Attributspunkte. Die könnt ihr hier einsetzen. Die werden aber zufällig gewählt. Ihr könnt dann für 3 Gold den Wurf nochmal machen. Und wenn ihr das soweit fertig habt, die 5 Punkte halt vergeben wollt, dann klickt ihr hier drauf.
Dasselbe geht auch bei Fertigkeiten. Da kommen dann halt bei jeder Stufe kommt eine neue Fertigkeit dazu. Ihr könnt aber maximal nur 7 Fertigkeiten, also ihr werdet hier nicht alle nehmen können. Maximal 7 Fertigkeiten nehmen. Ja, das Aussehen könnt ihr ein bisschen verändern. Hier, das muss aber nicht, also ich mache das nicht. Braucht nicht die Ausrüstung. Ja, da könnt ihr die vom Verstorbenen oder die, die ihr noch bei euch tragt, um nicht immer neue kaufen zu müssen, könnt ihr demjenigen anlegen, wenn er diese Stufe hat. So viel dazu. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schnell genug erklärt. Hier seht ihr auch, kann trainieren bedeutet, er hat hier Trainingspunkte. Hier sind freie Punkte bei Piscator. Attribute. Da seht ihr es. So, wir wollen jetzt mal ein Attribut erhöhen. So, jetzt kann man hier auswählen, was man nehmen möchte. Und ihr seht schon, zack, 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 zack. So, die Trefferchance wurde erhöht. Das nehmen wir. Und wie gesagt, ihr müsst darauf achten, die Fertigkeiten, also man muss schon irgendwie kombinieren, hier zum Beispiel Schildbrecher und dann hier mit der Benommenheit. Hier steht, er vermindert das Ausweichen des Gegners für 5 Aktionen. So, also man halt, die Sachen treffen dann auch. Wenn man vorher den Schildbrecher benutzt hat, dann ist er nicht mehr durch sein Schild geschützt, also kann es auch nicht mehr hochheben, hochziehen und dann stehen wir halt etwas besser da. Wie gesagt, kann trainieren bedeutet, hier sind Trainingspunkte. Die kann er auch hier verwenden. So, könnt ihr ihn zum Training schicken. Training starten. So, das wollen wir jetzt aber nicht. Ihr könnt den Doktore nehmen, da werden die Attribute erhöht. Zum Beispiel, ja, also 33 Attributspunkte plus 33% und plus aber 24 Konditionen, die ihr dann auch wieder auffüllen müsst. Oder ihr könnt das Ausweichen vermindern. Ich habe aber jetzt kein Magistere übrig hier. Oder ich habe jetzt keinen angeheuert. Ich hatte mal einen, aber ja. Der war sehr günstig und ist nach einer Stunde auch wieder gegangen da. So lange lief sein Kontrakt. Wie gesagt, hier, ich würde auf jeden Fall vorher üben. Ich habe mich gefragt, warum verliere ich denn so viele? Ja. Und dann ist mir auch gefallen, ich habe die auch selten zum Training geschickt. Ich habe manchmal trainiert, aber Training dauerte mir zu lange. Also wenn ihr trainiert, dann macht das lieber, wenn ihr eh gerade dann erstmal euch was zu essen kocht oder so. Ne? Das wird schon, kann ein ganzes Weilchen dauern, je nachdem, was für ein Doktor ihr angeheuert habt. Wie gesagt, die Sauna, also hier das Sanitarium habe ich gerade erklärt. Hier seht ihr euer Inventar. Hier ist euer Inventar. Da sind halt die Sachen drin, die ihr jetzt noch habt. Die könnt ihr verkaufen oder aufheben, um sie dann später anderen anzulegen, falls mal wieder einer verstorben ist. In der Werkstatt könnt ihr die Sachen kaufen, die ihr haben wollt. Ihr könnt hier die Namen auswählen für den jeweiligen und bekommt auch nur die Sachen dann angezeigt, die ihr tragen kann. Und solltet vorher vergleichen, ob ihr die Sachen nicht schon habt. Und achtet darauf, dass ihr nicht dasselbe kauft, so wie ich es versehentlich auch schon gemacht habe. Weil ihr kriegt nicht nochmal eine Bestätigung. Wenn ihr auf Kaufen klickt, dann habt ihr die Sachen auch gekauft und gleichzeitig angelegt. Ich habe auch schon mal das gleiche gekauft. Also Sachen, die ich schon besessen habe. Hier ist halt der Markt, da könnt ihr euch die Kämpfer aussuchen. Milo oder ja, Oplo-Machus, Trix, Getarius. Weiter unten, das sind die ganzen Premium-Kämpfer. Hier steht ja auch Premium-Gladiator, wurde bei Tod ersetzt, wie erworben. Hohes Potenzial, doppelter Fan und Erfahrungszuwachs. So, kostet aber 475 Gold. Müsst ihr sehen, ob ihr, oder müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das ausgeben wollt oder nicht, weil ihr müsst das natürlich für echtes Geld kaufen. Das ist klar. Ist relativ günstig, aber trotzdem, es kostet Geld. Und wenn ihr kein Gold mehr habt und versehentlich irgendwas für Gold einsetzen wollt, dann habt ihr ein Problem. Dann wird der Server unterbrochen, also die Verbindung zum Server unterbrochen. Wenn ihr neu ladet, kriegt ihr erstmal einen Hinweis, dass ihr doch bitte die Entwickler unterstützen sollt mit ein bisschen Goldkauf. Naja, gut, das nervt ein bisschen, aber okay, das selbe Problem gibt es leider auch, wenn ihr hier die Silbertaler einsetzen wollt, wenn ihr nicht genug habt. Weil bei mir, mein Monitor ist ein klein wenig, ist etwas zu klein, ist nur 17 Zoll. Und ich muss hier hoch und runter scrollen, wird nicht alles so angezeigt. Und wie gesagt, Vollbild nimmt da leider nicht auf. Und da hatte ich es auch so, da wollte ich noch einen Helm kaufen, hatte das Geld nicht parat und dann wurde auch erstmal die Verbindung zum Server zurückgesetzt. Oder die Serververbindung unterbrochen, das war natürlich ein bisschen blöd. So, hier könnt ihr, wie gesagt, zum für Training könnt ihr die jeweiligen kaufen. Und hier, ach so, hier wollte ich mal zeigen. Hier seht ihr das Potenzial und die Fähigkeiten. Ich würde auf jeden Fall, also die Einfachen haben immer Potenzial nur 1, Fähigkeiten aber 2. Also ich würde auf jeden Fall einen Zweier nehmen. Ja, so ähnlich ist das hier auch bei den Doktoren und Magister, Heiler, Masseusen, Kurtisanen. Da gibt es jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel erklären. Manche müssen ersteigert werden, manche könnt ihr sofort kaufen. Also die Kämpfer müsst ihr meistens ersteigern, aber ihr findet mal einen, der ein paar Minuten dann ausläuft, also optionstechnisch. Hier gibt es eine Rangliste, wir sind mittlerweile auch ein bisschen höher schon. Wir sind irgendwann in die Bronzeliga aufgestiegen, vorher waren wir gar keine Liga. Sind in die Bronzeliga aufgestiegen und dann gibt es ja halt die Division, dann kommen wir in die Silberliga, bis wir halt irgendwann
Nummer 1 in der Goldliga ist. Hoffentlich. Wir sind in unserer Liga Rang 8. 3 Siege in der Division, Ligapunkte und so weiter. Ihr seht das hier alles. Was man hier jetzt genau machen kann, weiß ich nicht. Ruhmeshalle ist wahrscheinlich einfach nur, hat was mit der Gegnerzuweisung zu tun, denke ich mal. So, jetzt will ich aber auch nochmal einen Kampf zeigen. Ich denke, ich habe das meiste erklärt. Ach so. Ne, eins wollte ich noch erklären. Ihr könnt hier bei den Gladiatoren, gibt's hier Fans. Diese Fans könnt ihr konvertieren, damit sie immer eure Fans bleiben, also Anhänger des Hauses. Das kostet aber Gold. Ihr seht, ein Fan kostet also ein Gold. Er hat 132 temporäre Fans. Ich weiß nicht, wie lange die bleiben oder wann die verschwinden. Ihr seht ihr, die blauen sind unsere temporären Fans und wir haben 893 treue Hausfans. Ich weiß aber, dass ich nicht 893 Gold ausgegeben habe, um die Fans zu kaufen. Also gehe ich davon aus, dass ab einem bestimmten Punkt so oder so immer etwas mehr Hausfans dazukommen, die einfach nicht verschwinden, die halt immer da bleiben. Wie gesagt, und die Fans sind halt wichtig zum Aufsteigen, damit ihr hier weiter ausbauen könnt und dann dementsprechend neue, ja, mehr Leute anstellen könnt oder mehr Gladiatoren halt anstellen könnt. So, hier seht ihr nochmal die Überliste, 3 Kämpfe, 6 Kämpfe, 3 Siege, getötet in den Kämpfen habe ich keinen, den habe ich auch erst geholt, weil er schon einen zweiten, was ist das, Dreiecks ersetzt hat. Ja, wie gesagt, ich habe noch einen ganz guten, das ist ein schwarzer Bruder, wo ist er hier? Na, wo ist er? Hier. Wie gesagt, 11 Kämpfe, 10 Siege. Ich habe nur einmal verloren und habe in den Kämpfen 6 getötet. Der ist wirklich bisher unheimlich gut gewesen. Und ich hoffe, dass ich ihn nicht verliere, weil den Kollegen will ich noch weiter ausbauen. Und ich hoffe, dass er auch dabei bleiben wird. So, jetzt kommen wir zu den Kämpfen. Hier seht ihr, wie eure, in welchem Zustand eure Kämpfer sind. Mit 95 Konditionen kann man reingehen. Ihr müsst immer so ungefähr, also 10 weniger ist noch in Ordnung. Das ist nicht so schlimm und ich würde jedenfalls nicht mit weniger als 95 Moral reingehen, weil ich glaube, das macht sich ganz schön bemerkbar. Die Moral, wenn nicht viel fehlt, wird ja relativ schnell ersetzt, innerhalb von einer Minute gibt es ja auch zum Teil. So, wir werden jetzt auch mit ihm reingehen. Wofür ist er denn? Hier seht ihr auch das Risiko von einer Exekution. Das bedeutet, falls ihr nicht noch im Kampf sterbt, also im Kampf könnt ihr nur sterben, wenn hier mindestens ein Daumen nach unten ist, dann wäre das möglich. Solltet ihr den Kampf trotzdem überleben, wie soll ich das erklären? Jetzt versuche ich das irgendwie zu erklären. Also, wenn ihr einen Treffer bekommt, ihr könnt nämlich vorher einstellen, ab welchem Prozentsatz euer Kämpfer aufgeben würde. Das heißt, er geht dann zu Boden und macht halt auch diesen Zeigefinger, ne, ich gebe auf. Und danach würde noch die Zustimmung der Fans bekommen, falls ihr gut gekämpft habt, ob ihr hingerichtet werden sollt oder nicht. So, solltet ihr das überleben, wie gesagt, ist das dann so, dass ihr, es besteht noch die Chance, dass ihr hingerichtet werden könnt. Ich bin auch schon hier bei so einem Stufe 1, Daumen nach unten, hingerichtet worden. Das hat mir aber nur einmal passiert. Und wie gesagt, das Risiko ist höher und die 2er spare ich mir erstmal. Da fühle ich mich noch nicht sicher genug. So, also, jetzt legen wir erstmal los. Gehen mal in den Kampf rein. In dem müsst ihr den meisten gewinnen. Wie gesagt, ihr kriegt also ungefähr nochmal das Doppelte, wenn ihr gewinnt. Ansonsten bekommt ihr halt einfach nur euren Kontaktpreis und das ist der hier. So, wir melden uns an. Jetzt wird gesucht. Irgendwann blinkt dann auf, falls das nicht schon vorher irgendwie passiert, blinkt dann auf. Da könnt ihr auswählen, ob, also ein kleines Fensterchen, und da könnt ihr auswählen, ob ihr gegen Computer kämpfen wollt oder gegen richtigen Spieler. Bei den richtigen Spielern gibt's die doppelte Belohnung, also an XP, an Geld und so weiter und so fort. Und unten blinkt aber trotzdem noch Computer auf. Das heißt, wenn euch das zu lange dauert, die Suche, könnt ihr, ja, so, so sieht das aus. Ich möchte gegen einen Menschen kämpfen. Es scheint auch gleich loszugehen. Oder es hängt einfach. Nee, es hängt nur kurz. So, wenn euch das zu lange dauert, dann könnt ihr, wie gesagt, auch unten noch raufklicken und kämpft gegen Computergegner. Und ich werde jetzt mal gucken, wie lange es dauert. Wir warten mal ein Minütchen. Solange, so viel Zeit muss sein. Aber ich würde gerne gegen richtigen Kämpfer spielen. Gegen richtigen Spieler. Und schon geht's los. Ich habe vorhin auch einen den... den Kämpfer getötet. Also von einem, den habe ich dann, ne, einen richtigen Satz finden hier. Ich habe ihm Platz geschaffen in seiner Unterkunft.
good people of this proud city. So, also wie gesagt, ich finde das ganz gut gemacht, die Animation hier. Auch wenn sie automatisch kämpfen, dieses Ausweichen und auch, dass sie versuchen, von oben, zum Beispiel die Sperrkämpfer, von oben reinzustechen, dann an dem Schild vorbei und so. Also, finde ich gut gemacht. Die Kämpfe können teilweise richtig lange dauern. Bei uns geht's schon los. Lasst euch nicht unbedingt täuschen, wenn ihr einer etwas weniger Leben hat. Ihr könnt einfach wirklich gut austeilen. Oder die mit den langen Waffen, da ist der Vorteil ja die Reichweite der Waffen. So, das ist unser Standardschlag hier, Virtus. Wenn wir noch ausbluten, vielleicht leider nicht so häufig verwenden. Wie gesagt, am Ende werden bis zu 7 Knöpfe dann hier parat sein, die ihr verwenden könnt. Ihr könnt das auch mit Nummern spielen. Also Nummertasten legen, so wie jetzt auch immer das ja angeguckt wird. Das war schon mal nicht schlecht. Das ist auch sein, das ist sein Spezialschlag. Und das Schild noch nicht entfernt. Das seht ihr, wenn es so durchsichtig leuchtet, dann ist das erstmal beschädigt. Also aufgesetzt für diese 1-2 Runden. So. Keine Ausdauer mehr, meine Verteidigung ist jetzt etwas schlechter. Es gibt hier Moves, also so Spezialfähigkeiten, könnt ihr die Ausdauer wieder erlangen oder Teil davon. Allerdings werdet ihr nie eure Gesundheit wieder erlangen. Also es ist nicht wie im World of Warcraft, wo man sich da heilt und so ein Scheiß in der Arena, sondern die Gesundheit, die verloren ist, die bleibt auch verloren. Am Anfang ist jetzt noch nicht allzu viel los, sie kämpfen viel automatisch, weil wir noch nicht so viele Fähigkeiten haben. Aber ich denke mal, ich hau ihn gleich um. So, ein Schlag noch. Dann wird er weg sein. Jetzt habe ich es geschafft. In dem Kampf kann man niemanden töten. So, er erreicht Stufe 2. Das ist gut. Jetzt kann ich auch neue Rüstung anlegen, falls ich denn genug habe. Ich weiß nicht, den Rest brauche ich sonst nach. Was haben wir hier? Wie gesagt, wir bekommen nochmal 64 durch den Sieg. Das ist der Siegbonus. Wir stehen hier. Fans, die wir erreicht haben im Kampf, ich dachte, oh, der Kampf ist aber gut, und die wir beim Sieg erreicht haben. So, gibt es noch einen Bonus. Ihr bekommt am Tag hier für 4 Kämpfe bekommt ihr halt noch Bonus, der auch gebraucht ist. Der braucht ihr auch, wenn der Kämpfer stirbt, also dann bekommt ihr nicht für den ihr dann ersetzt, bekommt ihr nicht extra noch einen anderen Bonus hier. So, wir haben uns gut geschlagen. Und wir weiter. Ich weiß, dass der Knopf da ist, auch wenn ihr den nicht seht. So, jetzt können wir freie Punkte vergeben. Und zwar bei den Attributen. Bei denen ist wichtig, meiner Meinung nach, Verteidigung und Angriff. Dementsprechend so jetzt. Ich meine, wir werden die Fitness mitnehmen, aber wir werden ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommen. Etwas mehr Schaden. Nehmen wir noch einen. Auch noch einen. Bestätigen wir. Dann gucken wir mal, was wir jetzt nehmen. Hiermit kann man den Angriff verlangsamen. Also ich werde jetzt hier nicht alles erklären, aber ihr klickt einmal hier in das Leere, bevor ihr die Punkte vergebt, dann steht hier unten auch, für was das ist. Müsst ihr halt selber wissen, welches ihr davon nehmen wollt. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr auf Schaden erstmal. So, das nehme ich. Und genau, die Ausrüstung werde ich mir kurz angucken. Für ihn habe ich keine 116 Fensterletter zu bekommen. Haben wir jetzt auch mehr insgesamt. Jetzt, also ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst die Fans nicht konvertieren. Jetzt sehe ich, die kommen so auch automatisch dazu und bleiben uns treu. Hier, wir haben jetzt eben gerade hatten wir 893, jetzt haben wir sie schon 1009. Und uns fehlen noch etwas über 3500 zum neuen Stufenaufstieg. So, ich habe hier leider keine Sachen, die er ertragen kann. Also werde ich schnell zum Markt. Werkstatt, etwas kaufen. Da er Rang 2 ist, nämlich das unterste Rang 2 Zeug. Manche, hier, es gibt mal oft zwei verschiedene. Hier ist mehr Schaden, hier ist etwa, also hier ist 10% oder 10 weniger Schaden drauf, hat aber dafür plus 0,5% Parade, also Ausweichchance und sowas. Ne, das nehme ich einfach mit, weil ich will, dass mein Kämpfer so lange wie möglich am Leben bleibt. Und nicht jeder Treffer sitzt. Und daher, so, wenn wir das kaufen, gehen jetzt einfach mal alles durch. Das neue Schild werden wir kaufen, die
Körperrüstung. Das ist noch mein Helm. Der sieht doch vielleicht etwas anders aus. Manche Sachen unterscheiden sich nur in der Farbe, die werden dann einfach nur farblich anders dargestellt. So, einen Kampf möchte ich noch machen. Achso, wir müssen erstmal reparieren, wollte ich gerade sagen. Erstmal heilen. Bap. Gesundheit regenerieren. 170 pro Minute in 5 Minuten. Dann ist der, sollte der wieder voll sein, wenn man zusammenrechnet. Brauche ich jetzt nicht. So, und das ist auch einer meiner besten Kämpfer hier. Automedon und Leontes, wie gesagt. Ich würde euch gerne mal diesen Ebenholzkrieger hier vorstellen. Die Moral ist bei 96. Okay, wir können sich noch schneller erhöhen. Ich mache jetzt, ich habe ja soweit alles erklärt. Wir machen jetzt noch zwei Kämpfe. So, ich nehme das hier. Oh, den muss ich zweimal. Dann, wie gesagt, die Kondition muss ich auch wieder auffrischen. Also gehen wir erstmal mit Automedon rein. Der auch nur 95% Moral hat. Apiskator ist bereit. Gut, dann nehmen wir den. Oder Telamon. Ja, wie gesagt, das könnt ihr alle selber noch ausprobieren. Ich gehe jetzt trotzdem mit einem rein hier. Wir nehmen uns den Piscator. Den Schwertkämpfer haben wir gerade schon gesehen. Also nehmen wir jetzt einen mit Dreizack. Wir nehmen mal diesen Kampf hier, weil ich, falls er stirbt, ich habe den eh erst eingesetzt. Falls er stirbt, ich will euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich werde jetzt nicht absichtlich verlieren, aber es kann mir ja passieren, dass wir hinübergehen. So, er wird wieder eine Weile laden oder suchen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst mir ruhig einen Kommentar, dann gebe ich so schnell wie möglich Bescheid. Aber ich denke, ich habe weitestgehend alles erklärt und wie das funktioniert. Ja, wir hätten auch gerne Menschen. Ich hoffe, das klappt. Wir warten noch mal kurz. Ich werde mal einen Schluck Wasser trinken. Meine Mutter ist etwas trocken beim ganzen Gefasel hier. So. Tja, es kann etwas länger dauern. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns einen Computergegner. Und da haben wir sofort einen. Hier könnt ihr vorher nochmal alle Attribute sehen und vergleichen. Mein Potenzial ist höher als seins und so weiter und so fort. Er hat natürlich noch keinen Kampf, weil es irgendein AI. Ich habe ein paar mehr Kämpfe hier. Ist leider ein bisschen klein dargestellt, aber ihr werdet das ja größer sehen mit euren Monitoren. Ein Meter, die haben wir mal hier gemacht. Das überspringen wir. Mal gucken, wie das aussieht. Wir legen los. Der Kampf wird etwas leichter werden, aber er wird trotzdem seine Zeit dauern. Also ihr seht, er greift noch nicht sofort an. Er versucht wirklich zu finden, wann es am passendsten ist. Ein Schritt. Wenn wir das Schild brechen. Seht ihr, das Schild leuchtet jetzt durchsichtig. Das ist jetzt also beschädigt. Ich hoffe, dass gleich nochmal Benommenheit verfügbar ist. Dann kann er den meinen Aktionen nicht mehr ausweichen. Man muss rein theoretisch jeden Treffer kassieren. Aber mir fehlen noch die Punkte da oben. Seht ihr diese gelben Pünktchen an der Leiste? Jetzt ist es verfügbar. Leider hat er sein Schild auch wieder. Also, zusammen funktioniert das wohl offensichtlich nicht, jedenfalls bei mir. Warum seht ihr, wie die Fans zu euch gehen? Oder abwandern? Das sind die Fans, die jetzt im Kampf dazukommen. Später kommen dann, also wenn ich gewinne, kommen sie hier rüber. Immer da nebenbei. Einmal noch ein Schildbrecher. Könnte es schon sein Ende sein, wir haben uns gut geschlagen. Aber ich glaube, jetzt wird er hinübergehen. Was haben wir denn noch? Okay, meine Kondition ist verschwunden. Ich kann uns nicht mehr so gut verteidigen, aber ich denke, jetzt gleich wird er ein, zwei Schläge machen. Die er jetzt mit dem Schild hat. Ich glaube, er wird dann durch automatischen Angriff sterben. Yep, er ist hier. Also, wenn ihr jemanden tötet mit dem Finisher, seht ihr richtig noch in kurzer Zeitlupe euren Schlag. In the name of the Senate. Ja, er bleibt am Leben. Schade.
Aber wie gesagt, glaubt mir, wenn ich euch sage, die sterben hier. Ihr könnt eure Kämpfer verlieren. Hier steht ja Kompensation. Entschädigung für den Tod des Gladiators. Aber unser ist ja nicht tot. So. Wir steigen noch demnächst auf. Es gibt wieder drei Trainingspunkte, die verfügbar sind. Die müsste ich jedes Mal die Trainingspunkte aufbrauchen. Wie gesagt, ich würde das mit ein paar Kämpfe machen. Und ja, zusehen, dass sie nicht sterben. Und dann würde ich irgendwann weniger eine längere Zeit noch sich im Rechner befinden oder so. Dann würde ich eine halbe Stunde trainieren gehen. So, ich wollte vorschlagen, den werde ich gleich noch trainieren. Achso, hier seht ihr, die Waffe ist beschädigt, also kurz vom Unnützwerden. Da klickt ihr rauf, klickt ihr auf Ausrüstung, da seht ihr das schon. Und könnt ihr mit dem kleinen Amboss-Symbol, Hammer und Amboss, daran habe ich gedacht gerade, könnt ihr sie reparieren. Braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr aufgestiegen seid, dann tauscht ihr sowieso alles aus. So, einen Kampf möchte ich noch machen. Wen nehmen wir jetzt? Erwoltico? Ne, den Club, den hatten wir eben gerade schon. Piscator, ja, Telamon sieht gut aus. Erwoltico, Piscator. Ja, aber sind die anderen alle noch nicht bereit, oder wie? Keine Gladiatoren verfügbar. Erwoltico, den hatten wir schon. Piscator hatten wir auch gerade. Dann nehmen wir Telamon, den wir eigentlich auch schon hatten, aber... Ne, warte mal, jetzt gucke ich mal, es interessiert mich, wie lange braucht der Kollege noch? Ist doch verfügbar. Leontis. Leontis. Was ist los mit dir? Vielleicht kommen wir jetzt neue Kämpfe. Nein, ihr könnt hier welche auswählen. Das Karte oder Telemann. Irgendwie werden die nicht angezeigt aus irgendeinem Grund. Vielleicht sind sie gerade noch anderweitig beschäftigt. Gut, wir nehmen nochmal Erolico. Erolicto. So, so ist sein Name. Was ist der mit dem Grumsäbel? So, wer ist das? Gut, rein mit ihm. So, jetzt haben wir einen richtigen Spieler als Gegner. Das wird spannend, hoffentlich. Ich finde das unterhaltsam, das Spiel. Das kann man gut nebenbei machen. Manchmal fiebert man so ein bisschen mit. Gerade wenn es darum geht, dass man eventuell hingerichtet werden könnte. Und das will man natürlich vermeiden. Ja. Seht ihr, er ist auch einer der Sperrkämpfer, die haben halt Schilde. Jetzt hack ihm mal richtig eine rein, ja. So, zwei Runden, hier seht ihr die Abklingzeitrunden. Also, die Runden. Hier. Also ausbluten. So, jetzt blutet er weiter. Steht auch in welchem Prozentsatz. 10% Schaden. Extra und dann blutet er 1% seines Lebens hinter. Oder seine Angriffskraft. Also sieht man nicht mehr. Aber Stamm ist gut. Er hat keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. So, jetzt werden wir nochmal ausbluten. Ja, Rüstung stützen. Entschuldigung. Hier, ja, das können wir ihn sogar töten. Es gibt dann noch mehr Geld. Das war nicht von schlechten Eltern. Guck mir vor, wir sind Sportkommentator. So, und noch einmal aufschlitzen. Und da seht ihr, das ist der Finisher. Zack, zack. Relativ brutales Spiel. Aber wie gesagt, es ist. Ist ja für jeden Fall spielbar, ohne Altersbeschränkung, gerade weil ich hier jetzt auch keine Reihe. So, das hat sich gelohnt für uns. Für uns war auch schwer verletzt, aber das kriegen wir gleich wieder hin. Das zeigen wir gleich. So, hier gibt es einen Questbogen. Wir haben 316 Fans dazu gewonnen. Das ist nicht schlecht. So, unten seht ihr eure Ausrüstung. Meine ist nicht mehr soweit, wollen wir nichts reparieren. Ja, so sieht das aus. Was ich noch erwähnen muss oder kann und sowieso werde, ist, dass ihr täglich, wenn ihr also zurückkommt, ihr kennt ja diese Rückkehrerbonusse von anderen Browserspielen, Browser-MMOs oder so. Jeden Tag, wenn ihr zurückkommt, bekommt ihr ein paar hundert Silbertaler. Das wird immer mehr, je öfter ihr zurückkehrt. Und am 10. Tag, wahrscheinlich jeden 10., schätze ich mal, gibt es 250 Gold.
Das heißt, wenn ihr das mal 20 Tage macht, könnt ihr euch auch gratis in dem Sinne ja dann mal so ein Premium-Gladiator hier zulegen. Müsst ihr also selber wissen, ne? Oder ihr kauft halt mal, ich glaube, für 1,95 gibt es hier 52 von den Dingern, von diesen Aurei. Ja, wie gesagt, müsst ihr selber entscheiden. Oh, ich hoffe, ihr fandet das etwas hilfreich hier und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von was auch immer ihr euch dann anschaut bei mir. Bis dann.